Ah, nein, das wollte ich gar nicht. Ja! Nein, nein! Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mehr Apps und Games. Hallo! Ja, meine Begrüßung ist immer ein bisschen anders. Normalerweise habe ich ja bei Kahn immer so einen Einsatz, aber hallo, Kahn hat keinen ich bei mir. Ich weiß nicht, wie es geht. Ja, so ist weißt du, wie Begrüßung du klingst gemacht. Wie diese Mutter von die fünf Arten. Ach so, ja, kann sein. Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Überleben. Ja, Nina, was haben wir heute wieder vor? Ihr könnt wir sind sehen. Heute wieder im Minecraft-Himmel, wie ihr das unschwer erkennen könnt. Sky Element. Richtig? Yes. Yes? Mhm. Das Projekt Minecraft-Himmel, richtig. Ich bin direkt schon beim Start gerade gestorben. Ich wurde von einem Creeper in die Luft gejagt. Ich war noch gar nicht bereit und es geht schon los. Ja. Ja, ich bin hier wieder bei diesem einen Haus. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, in welche Richtung ich denn heute gehen möchte. Ich weiß auch nicht, wo ich letztes Mal war. Also da hängt mal dieses eine heftige Schiff. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht in diese Richtung mal heute gehen soll. Ja, mache ich. Ah, ich war da bei diesem Todesstern. Aber wie bin ich denn hingekommen? Muss ich vorsichtig sein? So. Also mir gefällt Minecraft Himmel bisher. Ich glaube, so ein langes Let's Play Überlebensprojekt hatten wir bisher noch nie, ne? Ein Survival-Projekt. Ja, man kann hier aber auch mega viel entdecken. Also ich finde, irgendwann war das ja erschöpft, auch bei World in a Jar irgendwie. Da hatten wir dann schon alles. Ja. Aber jetzt ist es also ich meine, okay, wir sind schon einige Mal gestorben, deswegen ist es nicht mehr so richtig Survival, aber wir erkunden hier die ganze Zeit. Wir versuchen in jeder Folge aufs Neue zu überleben. Ja. Aber wir können für nichts garantieren. Nope. So, ich weiß überhaupt nicht, wo ich war. Kann ich da nicht mal kurz hinfliegen? Ist das erlaubt? Nee, ne? Eigentlich nicht, nein. Obwohl, kann doch, komm, ausnahmsweise kommen. Es soll ja spannend bleiben. Komm, flieg dahin. 1 oder 0 kreativ? Kreativ ist 1. So, wo war ich? Leute, erinnert ihr euch? Es war irgendwie so eine Kugel. Ich baue mich hier gerade zu so einer Schleim. Ist das Schleim? Ich glaube, das ist so eine Schleim. Oh Gott, nee, hier war ich nicht. Wow, da ist ja noch ein richtig krasses Piratenschiff. Nee, da war ich nicht. Ich erinnere mich nicht mehr. Ist so viel passiert. Ah, ich glaube, ich war hier. Ja, da war ich. Also beim letzten Mal haben wir auch hier die ganzen Lohe und so entdeckt, die du entdeckt hast einmal. Und die sind echt eklig, die diese Feuerbälle spucken. Die sind schlimm, ne? Mhm. Ich glaube, die hast du beim vorletzten Mal schon gesehen. Und ich beim letzten Mal. Ja. So, hier war ich stehen geblieben, dann kann ich jetzt hier mich wieder in den, in den Überlebensmodus katapultieren. So, okay. Ich muss mich hier irgendwie über den Wasserfall bauen. Ich glaube, beim letzten Mal bin ich irgendwie hier weggeschwemmt worden oder so, das war echt nicht so gut. Nein. Ja, das ist so eine Schleiminsel. Schwebende Schleiminsel. Hört sich irgendwie ein bisschen eklig an. Schwebende Schleiminsel. Ich finde auch generell das Wort Schleim, ich finde, das ist so lautmalerisch nennt man das, glaube ich, so wie Summ, Summ, Summ. Da denkt man auch direkt an so eine Biene oder so. Ja. Und bei Schleim denkt man auch sofort an so was Glibbriges. Ja. So, ich bin jetzt hier angekommen. Es gibt hier auch Kaninchen. Slime und Slimy Sword. Okay, ich habe ein Slime-Schwert gefunden. Spawner. Ja, und hier gibt es auch nur Eichensetzlinge. Also ich hatte letztens schon das Problem. Ich habe mich irgendwie gefreut auf was ganz Tolles. Und da kommt gar nichts Tolles. Es gibt nur Kaninchen und Gras. Super. Die kann ich irgendwie nicht so gut gebrauchen. Aber vielleicht gehe ich mal dahin. Da sind so ein paar Kürbisse. Vielleicht brauche ich aber dann noch ein bisschen Rohstoffe. Ich könnte, wenn ich wollte, auch so eine Insel abfackeln. Ich fange erstmal an mit dem, was ich habe. Ups. Baue mich mal darüber. Und das Ganze hat auch immer so einen Pionierscharakter, weil da ja, ich sag mal, noch kein anderer vor einem war. Kann man das immer entdecken. Ja. Das finde ich auch ganz cool. Ja. Ich habe auf jeden Fall schon mal ein. Ich baue mir gerade einen Schleimweg. Also auf der Schleiminsel gab es jetzt nicht so viel zu entdecken. Ich habe auf jeden Fall ein Schleim-Sword gefunden. Ein Schleim-Schwert.
So, ich bin hier schon wieder. Oh, was ist das denn? Hier ist irgend so eine komisch. Lava gefällt mir normalerweise eigentlich gar nicht, ne? Bin ich ganz ehrlich. Man stirbt so schnell. Ja. Eine falsche Bewegung und dann ist man schon über den Jordan. Oh, jetzt ist hier noch. Kannst du das hören eigentlich, Nina? Ja. Bei mir? Was ist das? Wie die am Bohren sind. Oh ja, eben gerade. Ja, ja, hab ich gehört. Boah, das ist auch furchtbar, da redet man gegen so einen Lärmpegel. Schon wieder so ein Bossfight. Also auf den habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Beim letzten Mal ging das voll nach hinten los. Als du gerade Bossfight gesagt hast, musste ich an die Baustelle denken. Wie jetzt? Was? Bossfight zwischen den Handwerkern? Kann auch sein. Schon wieder so ein Bossfight, ich höre das doch. Also ich sehe hier auf jeden Fall ein richtig cooles Schiff und das ist mal richtig riesig, Nina. Das mit diesen riesigen Segeln? Ja. Das habe ich eben vorhin auch gesehen. Das ist mal richtig riesig. Und da hinten ist wieder ein neues Dorf auf so einer Lava-Insel. Da möchte ich eigentlich gar nicht drauf. Also ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie ich jetzt hier... Ja, ich baue mal hier zumindest die Steine ab. Ist das auch wieder dunkel, ne? Ja. Oh, sollen wir uns hinlegen vielleicht? Ja, warte. Nee, bei, ich kann mich nicht hinlegen, bei mir sind Monster in der Nähe. Achso. Wie sieht's denn aus? Sind bei dir Monster in der Nähe oder hast du jetzt auch was zu tun? Ich würde mir gerade einen Weg bauen. Wow, ich habe gerade, hast du diese Wolkenkratzer gesehen auf der einen Insel? Nee. Da bin ich gerade, cool. Coole Sache. Ich brauche auf jeden Fall eh neue Rohstoffe. Ich würde jetzt wieder zurück zu der einen Insel gehen, weil ich mir gerade so einen Weg baue. Ja, dann mach das, weil ich brauche auch gerade ein paar Rohstoffe. Ich baue ein bisschen was ab. Deswegen. Oh Leute, es tut mir echt leid, wenn ihr hier die ganze Zeit diese komischen Geräusche hört. Ah nein, das wollte ich gar nicht. Ja! Was ist los? Ich habe mich so mega erschrocken gerade. Ich habe ja vorher vergessen, dass es dunkel ist und irgendwie ist ein Zombie auf diese Insel gekommen. Da war ja eben gerade keiner. Und dann... Oh nein, wieso, was ist denn jetzt? Jetzt falle ich nochmal? Jetzt fällst du die ganze Zeit durch die Welt. Okay, es ist dunkel. Wollen wir jetzt schlafen gehen? Ich bin jetzt zweimal gestorben in 10 Sekunden. Ich leg mich jetzt schlafen. Ich habe genug von dem Tag, es reicht mir langsam. Das war auch echt springe Pech, hier ey. Voll. Oh nein, 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 Nina. Oh, ich werde definitiv gleich sterben. Definitiv. Ich trinke erstmal einen Schluck. Ich werde definitiv sterben. Falls ihr euch fragt, was ich da gerade getrunken habe, das ist Leitungswasser oder stilles Wasser. Von Mineralwasser muss man immer aufstoßen. Das ist nicht so gut, wenn man ein Video macht. Genau. Deswegen trinke ich eher was ohne Kohlensäure. Das ist nicht gut sonst mit. Kommt das immer aus der Nase raus. Nina, sorry, ich suche mir gerade einen ruhigen Platz zum Schlafen, aber ich finde momentan keinen, deswegen warte kurz. Einen ruhigen Platz zum Sterben. Aber ich müsste gleich was haben. Soll ich jetzt noch liegen bleiben? Nein, bleib liegen. Okay, ich warte. Nein! Von wo? Oh nein! Aha. Nein! Ich wollte schon sagen, ich dachte erst, er hat mein Bett kaputt gemacht. Hat er mein Bett kaputt gemacht? So, schnell hinlegen. Ja, ich liege. Okay, gut. Ich hoffe, ich stehe jetzt nicht auf. In der Nacht nicht mehr. Ja, Gott sei Dank. Kann man das? Achso. Ich weiß es nicht. Vielleicht, wenn da Zombies irgendwie in der Nähe sind oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich werde jetzt hier weiter abbauen. Ich brauche ja noch ein paar Rohstoffe. Ich war immer noch nicht auf der anderen Seite. Boah, ey, das mit dem Bohren geht mir tierisch auf die Nerven. Es hört immer so auf und dann fängt es wieder an. Ja, ne? So man denkt, okay, jetzt ist er wahrscheinlich durch. Jetzt hat sich's erledigt und dann geht's wieder von vorne los. Sorry, Leute. Wir machen es bei mir ein bisschen leiser einfach. Damit ihr nicht die ganze Zeit diese Störgeräusche habt. Also wundert euch nicht, wenn ich diesmal ein bisschen leiser bin. Ah, das ist so ein... Oh mein Gott! Ich möchte eigentlich da hinten hin, aber ich habe auch nicht genügend Rohstoffe. Das ist das Problem. Hilfe, ich werde von einem Zombie verfolgt. Ich muss hier weg. Ich mache Folgendes.
Gott, er kommt direkt auf mich zu. Ich sehe dich gerade weglaufen. Ich laufe auch gerade weg. Jetzt lass mich in Frieden. Oh. Ich habe so einen Stalker. Okay. Der läuft mir jetzt auch den Weg hinterher. Das nervt voll. Nee, doch nicht. Gut. So, wo war ich denn stehen geblieben? Mann. Das war voll ärgerlich, dass ich da rausgefallen bin. Kann ich da wieder hinfliegen? Ich finde es auch nicht mehr wieder. Da war irgendwas mit Lava auf jeden Fall in der Nähe. Aber Lava gibt es hier öfter mal. Ich brauche auf jeden Fall Rohstoffe. Deswegen gehe ich zu dieser einen Insel, wo du, glaube ich, warst. Da ist ein Zombie und ein Creeper, so in der Luft schwebend auf so zwei Blöcken. Lass du ruhig alleine da. Hier ist mein Bett, das muss ich übrigens mal abbauen. Ach, kann ich jetzt gar nicht. Hab ich. Oh. Habe ich irgendwas eingesammelt? Ja, diese Blume hier, die kann weg. So. Okay. Wo war das? Wisst ihr was, Leute? Bevor ich jetzt so lange suche, fliege ich dann wieder hin. Ich weiß, eigentlich darf man das nicht, aber mir dauert das wirklich zu lange. Hä? Was machst du da? Fliege. Wieso? Weil ich wieder dahin will, wo ich gerade gestorben bin. Ich komme nicht weiter. Ich finde es auch so nicht mehr wieder. Die Welt ist einfach zu groß. Ach, hier warst du. Okay, da will ich gar nicht hin. Da war so ein Haus mit Hochhäusern in der Nähe. War das hier? Nennt mich Cheater, nennt mich so wie ihr wollt, mir ist das egal. Ich möchte jetzt weiterkommen und das geht leider nicht anders. War das hier? Nein, hier war das nicht. Aber hier ist auch so ein Weg, der ins Nichts führt. Wir haben auf jeden Fall schon ziemlich viel hier. Errichtet. Ach, guck mal, da, ja, du bist genau da, wo ich hin will. Ach, da. Da willst du hin, zu diesen Häusern? Ja. Und dann können wir uns da ja treffen vielleicht. So, erstmal muss ich jetzt wieder mein Game Mode ändern. So. Ich weiß nicht, ob man so tief springen kann, aber ich werde es versuchen. Ach, zu diesen Hochhäusern. Nee, da möchte ich nicht. Ich möchte nach rechts. Okay. Aber das mit den Hochhäusern ist auch ziemlich cool. Ja, Hochhäuser, ich will eigentlich auch nach unten, aber ich weiß nicht, ob ich... Ja, nach unten wird schwierig. Muss ich wahrscheinlich auf die Bäume springen. Genau, an die höchste Stelle der Insel am besten springen. Mit dem Piratenschiff habe ich das ja auch so gemacht. Das ging ja nicht so gut aus, wissen wir, ne? Ich habe es geschafft, da drauf zu springen und das Ding... unter Deck habe ich nicht überlebt. Nicht ohne. Das war schlimm. Ich hätte es auch gar nicht gewusst, wie ich von dem Ort, wo ich gestorben bin, beziehungsweise wo ich wieder zum Leben erwacht bin, wie ich da jetzt hinkomme. Hätte ich gar nicht gewusst. Deswegen musste ich fliegen. Okay, ich glaube, ich springe. Geronimo! Das tat weh. Und es ist kurzzeitig auch alles schwarz geworden. Ha, jetzt. Ich muss hier unbedingt diese Spawner kaputt machen. Jetzt habe ich hier gleich, wenn es dunkel wird, ein Problem. Also das mit den Hochhäusern ist auch ziemlich cool eigentlich. Erinnert mich so ein bisschen an die Azteken irgendwie. Boah, ich habe ein Glück. Ich baue mich hier durch einen Baum und ich finde genau die Kiste. Ui. Und, was hast du gefunden?
Gold. Gold und Eisen. Ich habe 40 Diamanten schon. Ich habe 46 Goldbarren. Und 60 Eisenbarren. Diamanten habe ich nur 2. Ja, wenn wir uns das gleich beim nächsten Mal vielleicht irgendwo treffen, dann gebe ich dir meine Diamanten. Dann kannst du dir schöne Diamantrüstung machen. Mhm. Brauchen wir Leder? Nee, eigentlich nicht. Du hast ja Eisen und so. Glowstone-Staub? Eigentlich auch nicht. Weizenkörner. Wenn du willst, dann kannst du natürlich mitnehmen. Im Prinzip kann man ja alles irgendwie gebrauchen. Alles hat ja, ja in dem Spiel irgendwie eine Funktion. Aber genau, du findest aber überall eigentlich sowas. Ich glaube, das schmeiße ich weg. Nein, das wollte ich gar nicht wegschmeißen. Zum Beispiel hier ist ganz viel Golderz, aber das brauche ich ja nicht. Das wollte ich wegschmeißen. Was ist das? So, ich bin an der Nein, nein, nein. Oh, ich bin fast schon wieder weggeschwemmt worden. So, jetzt bin ich mal gespannt, was hier im Haus denn zu finden ist. Ich höre schon Zombies und... Oh. Ja, hier sind wieder die ganzen Spawner, um die ich mich wahrscheinlich kümmern muss. Tintenbeutel? Nee, das brauche ich auch nicht. Auch mehr Erde. Erde ist das Wichtigste in diesem Spiel. Okay, ich glaube, ich habe genug Erde. Ich muss hier leider die ganzen Bäume kaputt machen und das nur wegen den Spawner. Muss man gleich wieder ein bisschen mein Inventar aussortieren. Okay, wo sind die Hochhäuser? Da. Ist auch schon wieder dunkel, ne? Gleich. Ja, bei mir gar nicht. Schnell. Echt? Ich glaube, du bist einfach nur an der falschen Stelle in der Map. Ab und zu, wenn man zu hoch ist oder so, dann wird es ja auch dunkel. Ja, bei mir ist es ringsherum irgendwie total dunkel. Ja, das sieht meistens in der Welt. So. So. Ich habe ein bisschen Angst, weil diese Hochhäuser in so einem Wald sind und mit Wäldern habe ich ja keine guten Erfahrungen gemacht. Ja, oh, stimmt. Oh, hier brennt auch schon alles ab. Tick. Boah, hier sind eindeutig zu viele Bäume. Jetzt wird es langsam wirklich dunkler, gebe ich dir. Also bei mir wird es jetzt langsam dunkler. Wie viele Bäume? Das gibt's doch nicht. Wie soll ich die denn hier alle? Weißt du was? Ich lasse es. Ich muss mich gleich ganz steil nach oben bauen. Es ist auch komplett schwarz. Nina, ich leg mich hin direkt. Echt? Ich noch nicht. Ich muss mich schnell hinlegen, bevor die Zombies jetzt gleich da sind. Ich habe mich hingelegt. Okay. Ja, ja.
Hast du dich hingelegt? Oder immer noch nicht? Oh, das war keine gute Idee. Sind dann bei dir Gegner in der Nähe? Ja. Ach so, okay. Kann ich mich auf den Weg bauen eigentlich und da schlafen? Kannst du auch, ja. Musst du nur drumherum ein bisschen was bauen. Jo. Nicht, dass du, wenn du aufstehst, dann irgendwie runterfällst. Okay. Okay, ich sehe schon. Okay, Nina, ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir dann weiter. Das Nein! Nein? Nicht mehr? Mein Bett ist gerade in Abgrund gefallen. Ja gut, vielleicht wenn du Wolle hast, kannst du dir ein neues machen. Okay, ja, beim nächsten Mal können wir weitermachen. Ja. Es warten auch schon ein paar Gegner auf mich. An. Heute bist du schon bei den Hochhäusern? Nein, ne? Nee, aber ich bin einen Meter davon entfernt und auf der anderen Seite sind ganz viele Gegner. Kirche. Hier ist eine Kirche, sehe ich. Und ich habe Diamanten. Okay, Leute, beim nächsten Mal geht's dann weiter. Also, wenn es gefallen hat, gerne einen Daumen hoch, wenn es gefällt, Daumen runter, lass so ein Abo da. Und dann, Nina. Sehen wir uns zum nächsten Mal. Ja, hab ich schon gesagt. Naja. Tschüss. Ciao.